Rockstar hat es echt hinbekommen, aka Sony, denn die GTA-Trilogie-Version ist jetzt für PS5 und ich weiß nicht, ob PS4 auch zählt, einfach schon quasi veröffentlicht irgendwie. Können es auch viele YouTuber und Streamer gerade schon spielen. Keine Ahnung, was sich Sony dabei gedacht hat, aber ich würde erstmal sagen, wenn ihr jetzt nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gern diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. So wie schon im Intro gesagt, Trilogie-Version ist für eine Plattform, sage ich einfach mal so, veröffentlicht, und zwar PlayStation. Irgendwie sollte das erst um 0 Uhr für PlayStation veröffentlicht werden. Jetzt können es schon ein paar Leute spielen. Keine Ahnung, was da los ist im Rockstar-Haus oder im Sony-Haus. Man weiß ja nicht, wer dran schuld ist. Ich sage auf jeden Fall, Props gehen an beide raus, dass sowas entstehen kann, so eine ungewollte Veröffentlichung. Ich denke mir einfach so, cool. Ich als PC-Spieler sitze jetzt hier und denke mir, ja gut, hab mir einfach meinen kompletten Tag versaut. Echt danke dafür, Rockstar und Sony. Hier kann man es auf jeden Fall sehen. GTA San Andreas 4000 Zuschauer, GTA Vice City Video 83.000 Zuschauer, GTA San Andreas Stream 4.500 Zuschauer und hier geht es halt immer weiter. Es ist so cool, das ist so cool einfach. Ich habe gar keinen Bock auf das Spiel, deswegen ist es cool, dass sie es jetzt einfach veröffentlicht haben. Ich hoffe, Rockstar Games macht dagegen irgendwas, so dass es zum Beispiel jetzt um 0 Uhr für alle Plattformen rauskommt. Ansonsten wäre ich echt sauer. Ich habe auch keinen Bock jetzt bis morgen 16 Uhr zu warten, wenn gefühlt die Hälfte der Streamer, YouTuber und so weiter einfach jetzt schon spielen können. Versteht man doch, oder? Ich zeige euch extra in diesem Video jetzt kein Gameplay oder so, weil ich möchte morgen einfach alles selber sehen, wie es aussieht. Ein bisschen habe ich jetzt auch schon gesehen, weil ich ein paar Leaks auf Twitter gesehen habe, zum Beispiel alle Sheets funktionieren und so weiter. Dann habe ich das neue Waffenmenü gesehen. Das sieht halt einfach aus wie GTA 5. Also dieses ganz normale GTA 5 Waffenrad. Das ist auch in GTA San Andreas. Bei GTA 3 und Vice City weiß ich es nicht. Und die Minimap habe ich halt schon gesehen. Ja, die ist halt auch jetzt wie in GTA 5 mit so einer Wegmarkierung richtig gekennzeichnet, welche Wege man fahren soll und so weiter. Mehr weiß ich auch noch nicht. Deswegen, ja. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Rockstar Games, Kuss geht raus. Sony, Kuss geht raus. Kappa. Ich werde morgen 14 Uhr den Stream starten, falls die Trilogie-Version nicht um 0 Uhr kommt. Falls jetzt irgendwie Rockstar Games sich denkt, okay, doch 0 Uhr, dann wird der Stream um 0 Uhr gestartet. Ansonsten morgen 14 Uhr bin ich live und dann streamen wir zusammen schön die Trilogie-Version. Wir werden jedes GTA-Teil anspielen. Dann wahrscheinlich mit GTA San Andreas weitermachen und dann werde ich auf Twitch irgendwann später live gehen und dort dann die Trilogie-Version durchspielen. Deswegen folgt mir gerne auch auf Twitch. Der Link ist hier und auch in der Videobeschreibung. Abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.